Rescripting bzw. der Febromann-Ansatz. Oder einfach, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Gut. Diese Methode ist eine von Milton Erickson's kreativsten und innovativsten Erfindungen. Sie stellt für jeden psychotherapeutisch arbeitenden Menschen eine große Bereicherung dar, bei der Sie als Therapeut der Gegenwart gleichsam zum Therapeuten der Vergangenheit werden. Die Erinnerung des Klienten an seine Kindheit, insbesondere an seine traumatisch erlebten Momente, wird umgestaltet. Es werden nachträglich Inhalte eingefügt, wie beispielsweise positive Erlebnisse mit einem liebevollen, verständnisvollen und beschützenden Erwachsenen. Auch wenn die Vergangenheit eines Menschen nicht wirklich veränderbar ist, so lässt sich jedoch das Gedächtnis und damit die Erinnerung daran umbauen. Entsprechend wandeln sich dann auch die Gefühle und Überzeugungen des Klienten bezüglich seiner Vergangenheit mit entsprechenden Auswirkungen in der Gegenwart. Zur Stabilisierung und auch zur Vorbereitung auf die Imagination empfiehlt es sich, eine Reise zum sicheren Ort bzw. zum Ort des Wohlbefindens durchzuführen. Wenn die Klientin von immer wiederkehrenden, emotional belastenden Situationen berichtet, so lassen Sie sich eine ganz spezifische Situation von ihr detailliert und so sinnlich konkret wie möglich beschreiben. Die Beschreibung sollte assoziiert und gegenwartsbezogen erfolgen, so als fände das Geschehen gerade jetzt in diesem Moment statt. Fragen Sie gezielt nach, wie beispielsweise, welche anderen Personen sind noch anwesend? Wo genau trägt sich das Ganze zu? Welches Verhalten zeigen die anderen Personen? Was genau wird gesprochen? Jede Frage kann hilfreich sein, die Klientin tiefer und assoziierter ins Erleben hineinzuführen. Durch weiteres gezieltes Fragen wird die Klientin auf ihre Gefühlsebene geleitet. Lassen Sie sich das zum emotionalen Erleben gehörige Körperempfinden beschreiben. Leiten Sie sie an, eine Hand auf die spezifische Körperregion zu legen. Wie könnte man das Gefühl benennen? Es ist so eine tiefe Enttäuschung. Ja, okay. Du fühlst dich enttäuscht in dem Moment jetzt. Du bist jetzt gerade enttäuscht. Ja. Wo spürst du diese Enttäuschung? Genau. Lass ruhig deine Hand im Moment da liegen. Mit dem Gefühl als Triggerreiz beginnt die Reise in die Vergangenheit. Bleib ganz bei dem Gefühl. Die Enttäuschung, wo du sie spürst. Genauso wie du jetzt gerade hast. Und dann lass einfach Momente aus deiner Kindheit auftauchen. Lass Momente aufsteigen, die sich genauso oder so ähnlich angefühlt haben. Ja. Wo bist du gerade? In einem Zimmer, in einem Urlaubsort. In einem Zimmer, Urlaubsort. Wie alt bist du gerade? Ich bin ungefähr vielleicht 4 oder so, ja. Ja, okay. Kleine Katrin. Also ich schaue aus dem Fenster. Okay. Und meine Eltern waren halt mit mir dort im Urlaub und haben gesagt, sie setzen sich unten hin mit anderen Leuten und ich kann sie immer sehen. Also die Klientin soll die Kindheitssituation so assoziiert wie möglich erneut durchleben und die ganze Zeit mit ihren Gefühlen in Kontakt bleiben, während sie als Therapeut ein relativ plastisches Bild von der Situation benötigen. Und haben mir versichert, dass sie dort sind und dass ich sie immer sehen kann. Mhm. Und dann gucke ich halt raus die ganze Zeit und auf einmal waren sie weg. Okay. Und während du da aus dem Fenster schaust, kommt plötzlich ich des Weges. Und ich freue mich und winke schon zu. Und lächel auch und sehe, dass du auch am Fenster stehst und sehe auch schon ein wenig Freude in deinem Gesicht. Ja, ich freue mich
dass da jemand ist, der ja. mich auch dann sieht. Genau. Und, ja. Und jetzt siehst du auch weiter, wie ich da in das Haus unten reingehe. Und schon nach kurzer Zeit öffnet sich die Tür zu dem Zimmer, in dem du stehst, im Bett und aus dem Fenster schaust. Und ich komme rein und sage, hallo kleine Katrin, ich komme aus der Zukunft, bin hier und jetzt für dich da, um dir das zu geben, was du brauchst. Wie ist es? Schön. Ja. Beruhigend. Beruhigend ist es. Was braucht die kleine Katrin jetzt am wichtigsten? Möchtest du auf den Arm genommen werden? Ja, ich will, dass du mich aus dem Bett rausnimmst. Als Therapeut hat man nun die Gelegenheit zu einem ganz direkten und unmittelbaren Nachbeeltern. Es geht darum, all das zu tun, was gute Eltern in dieser Situation tun würden, um ihr Kind wieder in einen guten Zustand zu bringen. Trost, Wärme, Schutz, Sicherheit, Verständnis oder Anerkennung bereitzustellen. Weiterhin geht es auch darum, die an der Ursprungssituation beteiligten Personen, oftmals Mutter oder Vater, dahingehend zu beeinflussen, dass diese das richtige und angemessene Verhalten zeigen. Ist auf dem Arm sitzen ist gut? Ich habe fast das Gefühl, als wenn du deinen Arm hinten um meinen Hals rumgelegt hast. Mhm. Ja. Und ich halte dich ganz fest gedrückt und gebe dir die ganze Zeit dieses Gefühl von Sicherheit. Und da ist jemand da, für dich da, der sich um dich kümmert. Und wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir da tatsächlich nochmal ein Reh in der Ferne. Auch was ich so sehr schön finde. Und während ich dir erzähle, irgendwann kommen deine Eltern nach Hause und wir weiter im Raum sind, dass ich dir auch einfach nochmal sagen muss, dass du ein ganz, ganz tolles Kind, ein ganz tolles Mädchen bist. Hören wir vor der Tür schon die Geräusche. Die Tür geht auf und Mutter und Vater kommen herein. Das Kindheitsszenario, das sich abschließend entwickelt hat, sollte mit allen Handlungsinitiativen, Maßnahmen, Worten und Dialogen mehrfach durchlaufen werden. Es sollte wiederholt vor dem inneren Auge der Klientin ablaufen. Und ich spreche mit deinen Eltern in aller Deutlichkeit und sage zu deiner Mutter und zu deinem Vater, ihr könnt die kleine Katrin nicht hier einfach so alleine lassen. So wird es möglich, dass etwas Nicht-Existierendes mit Realität angereichert wird. Milton Erickson sagte dazu, man kann die Glaubwürdigkeit einer Sache, die nicht existiert, dadurch erhöhen, dass man sie oft genug wiederholt. Aber so aus diesem Gefühl heraus streckt deine Mutter die Arme aus. Und ich reiche ihr sozusagen ganz vorsichtig die kleine Katrin rüber. Und sie drückt sich fest an ihre Mutter und die Mutter gibt der kleinen Katrin Kuss. Und sag dir, ich will dich nie wieder alleine lassen. Ich bin immer ganz fest bei dir. Du bist mir das Wichtigste von allem. Und du kannst auch den Blick von deinem Vater sehen, der weicher geworden ist. Und der sich freut. Und irgendwie beide auch erkennen, dass es ein wichtiger Moment und auch für sie eine wichtige Erfahrung. Abschließend wird die Klientin angeleitet, in ihrem Tempo durch die Zeit in Richtung Gegenwart zu reisen. Dabei soll sie auf das veränderte emotionale und körperliche Erleben fokussiert bleiben. Wenn sie dann in der eingangs berichteten Auslösesituation angekommen ist, kann sie sich vergegenwärtigen, wie sich das jetzige Leben im Vergleich zur Ausgangssituation anfühlt. Was war so, wenn du jetzt so aus ganz kurzem Abstand so ein kleines Resümee ziehen würdest? Also, das war ein sehr schönes Gefühl. Der, also, ich fühl, also in dem Moment
wo du da warst und wo dann vor allem meine Mama mich halt so gedrückt hat und mir dieses Gefühl gegeben hat, ich bin immer für dich da. Das war wirklich so ein wohliges Gefühl, was durch den ganzen Körper ging. Ja, prima. Sehr schön. Ja, so lassen wir das jetzt halt einfach dann mal stehen und dieses neue Szenario, was sich jetzt so ereignet hat, was sich jetzt zugetragen hat. Ja, es wird mehr und mehr diese alte Erfahrung überlagern. Und du bist jetzt auch zum Schluss auch noch mal in die Situation zurückgegangen, Genau, vor wenigen Tagen, wo ja, du, was sich ja, jetzt total anders angefühlt hat, genau, ja. ja, sehr schön.